Und Kartuba wurde erobert von den Massaeliern. Sehr gut. Er hat ein Problem, dadurch, dass er vergiftet ist, und dann kannst du direkt nach Norden weiter. So, ich hoffe, dass die Massaelier sich da eigenständig drum kümmern. Ansonsten haben wir ja hier unsere Truppen. Und könnten eigentlich direkt einmarschieren. Ich sehe, da ist auch irgendjemand besser geworden. Der Kollege, der Veteran, der bekommt mal etwas, was mehr List bringt. Da hat er nämlich recht wenig von. So. Wir haben in Aquitanien eine ermutigte Bevölkerung. Da, sehr schön. Das läuft ja super hier. Plus 13, das haben wir 29. Und die Steuern und das Wachstum steigen. Das Wachstum kann uns allerdings egal sein, weil wir ohnehin 0 haben, weil wir hier nicht mehr... das ist eigentlich die Stadt, die ist auch schon ausgebaut. Also wir brauchen gar kein Wachstum mehr in Aquitanien, siehst du. So, Belgica, das gleiche. Hier wächst die Bevölkerung auch und sie ist glücklich. Wir haben einen Eindringling, das sind die Nassamon, die einfach so lümmelhaft, wie sie nun mal sind, Truppen in unser Land geschickt haben oder zumindest einmal durchmarschiert sind. Und die Prätorianergarde steht und wird größer und größer. Ja, ich glaube, die müssen uns nicht viel Sorgen machen. Wenn die angreifen, dann kommen sie halt. Und unsere Alliierten sind stark genug, mit denen fertig zu werden, zumal deren Armee ja zusammenstehen. Ja. Gut, Baubericht. Vesontio, da ist Untriverorum. Vesontio, Ziegelbrennofen und Gladiatorenschule. Das sorgt dafür, dass wir wieder plus 2 haben. Schau an. Und wir können eigentlich direkt... Ne, das können wir uns sparen. Zirkus können wir uns sparen, um die Nahrung zu behalten. Und wir warten erstmal ab, was das hier noch bringt. Das bringt auch nochmal öffentliche Ordnung und den kulturellen Einfluss, der dann auch wieder... Ne, die kulturelle Spannung abbaut und sich ebenfalls positiv auswirkt. Also das können wir uns sparen, um die Nahrung nicht zu sehr zu strapazieren. Ja, das ist gut. Die Massaelier sind mit dieser komischen Konföderation im Krieg. Und in Trivorum haben wir bereits geguckt, steht hallo, alles so, wie wir uns das wünschen. Das könnten wir allerdings auch noch aufrüsten. Das tut das. Tempel des Jupiter ist eine hervorragende Sache, bringt nämlich auch eine tolle Einheit an Legionären in die Provinz. Und dadurch ist für mich, also seit dieser Kultur, diese Kulturpolitik sich so verändert hat, dass jetzt man dauerhaft dafür sorgen muss, dass die römische Kultur auch bestehen bleibt. Also nicht nur einmal einen Punkt mehr haben als alle anderen kulturellen Einflüsse und dann bis 100%, dann ist alles egal, sondern das ist der Vorteil. Also ich sehe das inzwischen recht positiv, diese Veränderung, dass man dadurch gezwungen ist, halt dauerhaft bessere Kulturpolitik zu machen mit den Tempeln und so. Und das sorgt auch dafür, dass der Tempel des Jupiter richtig wichtig geworden ist für mich. Das seht ihr in meinem Gallienfeldzug. Ich baue das Ding ständig. Und das Schöne am Tempel des Jupiter ist, dass er nicht nur die kulturelle Konvertierung bringt, sondern auch eben eine Einheit Legionäre in der Garnison. Und das ist eben gut, weil Jupiter nun mal der Kriegsgott war. Oder dieser Hauptgott der Römer. Ja. So. Damit ist alles geklärt. Eigenschaft erhalten. Falscher Lieferant. Finger weg von den Keksen. Ich glaube, die sind schlecht. Vorräte vergift plus 5% Verluste für alle Einheiten. Er ist hervorragend. Also die haben wirklich, unsere Spione sind hervorragend. Und ja, der Krieg gegen die Atrebaten wird vorbereitet. Wir gehen los auf die Streite des Rudianus. Mit Vorräte vergiften. Also unsere Lieblingsfähigkeit. Erfolgreich. Sehr schön. Und das gleiche können wir dann ja normal machen. Die hat sogar noch bessere Chancen. 80%. Erfolgreich. Ja, eine Siegessträhne bei unseren Agentinnen. Ja, sie ist ja bald so weit, ne? Sie braucht noch 4 Punkte, dann hat sie es. Dann haben wir auch die nächste Errungenschaft. Nämlich diese Meisterspionin. Ja, da bleibt ja kaum was übrig von den Jungs. Und wir greifen jetzt unsere nächsten Gegner an, nämlich die Atrebaten. Kriegserklärung abgeben. Den Beistand, den spare ich mir mal. Und wir gehen direkt rein. Und damit ist klar, dass die unsere Gegner sind. Ich wollte auch eben gucken, was jetzt an Region bei uns steht. Boah, 81! Jasses, jetzt geht's doch zum Ende hin schneller als erwartet. Also, die haben 11 Provinzen, 11 Regionen mitgebracht, die Nabatea. Und schauen wir uns mal deren Reich an. Das ist hochinteressant hier. Sehr geil. Ja, starkes Volk. Finde ich gut. Aber haben wir auch lange Hand vorbereitet. Das haben wir bereits sehr früh im Spiel geschlossen, dieses Handelsabkommen mit denen und den Angriffspakt. Also es hat sich gelohnt, was wir da gemacht haben. So. Okay, Mauritianien. Was haben wir denn hier? Die Dimidi ist eine kleine Stadt, die eigentlich gut passen würde zu den Massaeliern. Ich greife sie jetzt an und hoffe, dass da kaum Gegner sind. Das ist der Fall, deswegen machen wir das Ganze auch automatisch
und wir holen uns direkt die Stadt in der aggressiven Stellung. Ja, ganz kurzer Prozess in der extra kurzen Variante. Und Dimidi ist unser. Und damit haben wir jetzt auch Region Nummer 82. Und unser General hat seine erste Kampferfahrung gesammelt. Herzlichen Glückwunsch. Er bekommt etwas mehr Hingabe und auch ein Haushalt ist mal fällig. Wäre zum Beispiel möglich. Gehört er zu uns? Scipio? Nein. Scipio gehört zu den Cornelian. Stimmt, die Scipionen waren der Cornelia. Logisch, hätte ich auch selbst noch drauf kommen können. Also nehmen wir irgendwas anderes als Haushalt, also etwas, was nicht Gravitas bringt, sondern vielleicht List. So, kann man auch mal gebrauchen. Feindliche Truppen sind hier nur noch eine Armee. Die rasende Wut des Neto. Ja, so rasend könnt ihr leider nicht sein, weil wir in der Überzahl sind. Und dann hat sich das Ganze nämlich auch mit dem Rumgerase. Dimidi wird umgerüstet. Ach guck, ein freier Bauplatz gibt es hier auch noch. Da machen wir erstmal Nahrung hin. So, was ist das denn? Heilige Anlage? Das bringt überhaupt nichts. Da kommt natürlich der geweihte Boden hin. Und das Dorf wird auch noch römisch. So, hier ist vorherrschende Kultur die wüstennomadische. Und die östliche ist, obwohl das tief im Westen ist, auch vorherrschend. Was haben die denn so für Einflüsse? Also lokale Traditionen und Charaktere, das spricht schon mal für die Wüstennomaden. Für die punische Kultur spricht auch lokale Tradition, das ist eher logisch. Und keltisch ist auch ein bisschen da, aber die haben gar keinen Einfluss mehr. Und östlich, was ist das? Gebäude. Ach, verstehe, das wird also gleich abgerissen. So, Massaelia, ja, die haben den Rest von Mauritianien. Ich würde gerne die Provinz auch, die Region auch tauschen oder so, aber ich glaube nicht, dass das zu Komplikationen führen wird, nur weil die Massaelia jetzt diese Region nicht halten. Das ist, glaube ich, zu verkraften. Ja, 82, so fix kann es gehen. Gut. Ja. Am Ende habe ich noch irgendwie aus Versehen den kulturellen Sieg oder sowas oder den wirtschaftlichen Sieg. Da haben wir nämlich schon 82 von 90 Siedlungen. Ne? Das ist ja deutlich weniger. Und der Fehl und der Bosporus. Noch die anderen Ziele, da sind wir ebenfalls sehr weit. Gut. Aber wir wollen den militärischen Sieg und nicht den kulturellen, auch nicht den wirtschaftlichen. Habe ich ja Genshin schon weitergeschickt? Ich bin da so vergessen. Vergesst nicht, das haben wir schon gemacht. Gut. Truppen bleiben da, wo sie sind. Die zumindest hier. Und da oben, ja, da haben wir jetzt schon weitergeschickt und müssen nächste Runde noch gucken, was davon übrig bleibt. Gut, ich würde sagen, weiter geht's. Mal sehen, ob die Atrebaten von sich aus die Initiative übernehmen. Oder ob wir erneut anrücken müssen. Diese Sache mit Städte belagern und warten, bis der Feind ausbricht, hat sich meines Erachtens bewährt. Allein schon deswegen, weil man dann in der strategischen Defensive ist und den Feind an sich herankommen lassen muss und nicht so ewig lange Strecken zurücklegen muss, bis man den Feind dann hat. Also spart auch ein bisschen Zeit. Und die KI ist einfach aggressiver, weil sie ja eben auch strategisch angegriffen hat. Also greift sie meistens auch in der taktischen Schlacht dann an und zieht die Truppen auf einen zu. Ansonsten verstecken die sich gerne mal auf einem Hügel. Haben wir auch schon erlebt. Und dann ist Schicht im Schacht. Aber gut. So. Ja, die Atrebaten. Ah, da gibt es einen Streiter, der irgendwas möchte. Hahaha, ha, ha, tschüssi. Da waren wir schneller. Gut, da mal gucken, was da passiert ist. Noch ein Versuch. Boah. Und da kommt noch irgendein Scheiß. Oh, jetzt sind da viele Truppen. Ein Angriff. Oh, das können wir uns nicht erlauben. Andererseits, was haben wir denn hier? Das ist eine schwache Ein-Mann-Armee. Das ist eine Garnisons-Armee. Das ist die goldene Torque. Die sind alle so schwach, oder? Und die Hauptarmee. Der auch keltische Scipione angehört. Oh. Wir würden mit 1900 Truppen gegen 4400 ankämpfen. Oh, das ist eine gute Frage, ob wir das machen wollen. Ja! Wir können es natürlich probieren, ne? Den Feind auf uns zukommen lassen. Oder wir hauen einfach ab. Wilde Schwertkämpfer. Rückzug wäre auch eine Möglichkeit.
Wie entscheide ich mich jetzt? Also unsere Truppen sind häufig viel, viel, viel stärker, als es hier aussieht. Aber ob wir das schaffen, ist es selbst dann fraglich, wenn wir einfach nur wir sind. Aber wisst was? Wir probieren das jetzt einfach. Komm, auf in die Schlacht. Wir haben nie wieder die Chance, so viele Truppen auf einmal zu vernichten von den Atrebaten. Ihre drei Armeen, mehr dürften sie kaum haben. Eine Garnisonsarmee noch dazu. Okay. Das war jetzt verrückt, aber ich mach's trotzdem. Und wenn wir verlieren, ja mein Gott, dann haben wir unsere zweite Armee gleich in der Nähe. Und sie müssen angreifen. Also ich erwarte von denen, dass sie kommen. Und ihre Fernkämpfer sind weitestgehend schwach, mit Ausnahme dieser Söldnertruppen hier, die sind stark. Die von den Steinschleuderern machen wir gar keine Angst zu haben. Da sind praktisch die römischen Einheiten immun gegen. Und wir haben Kavallerie, sodass wir auch diesen kleinen Artillerieteil sicherlich vernichten können. Oh, das wird die schwierigste Schlacht, die wir bisher hatten. Ganz sicher. Ja, wir können uns nur dafür entscheiden, das Gefecht gleich zu starten. Das ist natürlich schön, alles nebelig. Ja, das ist eben der Vorteil, wenn man angreift, man entscheidet, bei welchem Wetter man das tut. Und ja, wir haben aber reichlich Prätorianer, das ist schon mal gut. Doppelreihe, bitteschön. Was sich meines Erachtens bewährt hat, ist die Valley-Tests ein bisschen auf die Flanken zu schicken. Und nicht so sehr vor die Truppen, das mache ich nicht mehr so gerne. So, und die auf die Flanken, ganz klassisch. Los geht's! So, vor uns steht eine riesige Armee, die natürlich die gleich verstärkt wird. Von hinten allerdings. Also das heißt, wir müssen eine Truppe nach den anderen vernichten. Mal gucken, sind hier schon die Skorpione? Ja, keltischer Skorpion. An den Flanken. Das heißt, da könnte unsere Kavallerie theoretisch sehr früh hin. Die warten scheinbar, bis sie ihre Verstärkungstruppe dabei haben. Wir werden bereits geschossen. Aber so stark sind diese feindlichen Truppen nicht. Wir könnten sie vielleicht sogar ausschalten mit Beschuss. Unser General wird angegriffen. Das muss ja nun nicht sein. Wo ist denn der überhaupt? Equites. General! Gut, wir müssen auf jeden Fall weiter vorrücken, damit die Feinde nicht alle ihre Truppen auf einmal gegen uns stellen können. So, ihr versucht mal auf die zu schießen. Haut lieber ab. So, die Römer dürfen jetzt auch mal angreifen. Söldnerplänkler. Das sind gute Truppen. Und die können wir jetzt vielleicht mal bei der Gelegenheit... Ach, was soll das? Ich hole jetzt unsere Kavallerie dazu. Männer wanken. Und vielleicht nochmal auf die... Wo ist denn jetzt die Artillerie? Da hinten. Da einmal durch. Und da hinten, hinter durch. Hier auf die. Und hier steht unsere Hauptstreitmacht. Etwas ungünstig. Die muss ich gleich mal umschichten. Dann gehen jetzt Legionäre auf die Skorpione. Das ist mir dann auch recht. Gladiatoren, Verzeihung. So. Okay, hier steht unsere Kavallerie. In einem Kampf gegen keltische Krieger. Und nochmal Equites gegen die keltische leichte Söldnerkavallerie. Während wir dem Feind praktisch in die Flanke fallen, weil... Oh, warte mal, das ist eine gute Gelegenheit, da doch mal zu schicken. Und zu schießen. Schnell schießen, bitte. So, du hast alles gemacht, du gehst dann weiter darauf.
Hier sind wir allerdings sehr, sehr stark und müssen nichts fürchten. Gebrochen, erschüttert. Gut, komm, los geht's. Der keltische Skorpion dürfte sich auch gleich erledigt haben. Dank unserer Gladiatorin. Die habe ich ja fortgeschickt. Das sind das ganz normale Legionäre, alles klar. Ja, da bleibt nicht viel von übrig. So, Kavallerie.